1983 brach die US-amerikanische Videospielindustrie so mehr oder weniger zusammen und jede Menge kleinere Videospielhersteller und Konsolenhersteller verschwanden vom Markt. Doch wie wir alle wissen, sollte die Situation nicht so kritisch bleiben, wie sie damals war, denn in den USA sorgte eine Konsole dafür, dass der Videospielmarkt revitalisiert wurde, nämlich das NES oder auch bekannt als Nintendo Entertainment System. Nachdem das NES sich als ein Erfolg herausstellte, war es nur eine Frage der Zeit, bis Nintendo sich dazu entschied, eine Nachfolgekonsole zu entwickeln. Diese kam bei uns 1992 auf den Markt und trug den Namen Super Nintendo Entertainment System oder auch kurz SNES. Warum erzähle ich euch das alles? Ganz einfach, heute soll es um das Spiel gehen, das jedem SNES beigelegen hat, nämlich Super Mario World. Das Gameplay des Spiels ähnelt seinen Vorgängern wie ein Yoshi-Ei dem anderen. Allerdings gibt es auch ein paar Neuerungen, die durchaus erwähnenswert sind. Da wir schon beim Thema Yoshi sind, der kleine grüne Reitsaurier feiert sein Debüt in diesem Spiel und ist seitdem in so gut wie jedem Mario-Spiel vorgekommen, wenn auch nicht immer als Reittier. Yoshi könnt ihr dazu verwenden, um Gegner zu beseitigen, indem ihr sie ihn einfach fressen lasst. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass ihr euch nicht von Gegnern treffen lasst, denn sobald Yoshi einmal getroffen wird, verfällt er in Panik und ihr müsst ihn mühselig im Level wiederfinden, weil er wahllos hin und her rennt. Super Mario World fügt nicht nur neue Sachen hinzu, sondern streicht auch einige Dinge. Das Inventar ist weg und wurde durch eine Reservebox ersetzt, die sich am oberen Bildschirmrand befindet. Werdet ihr getroffen, verliert ein Power-Up und habt ein zweites gefunden, dann wird dieses automatisch nach unten geschickt und ihr müsst zusehen, dass ihr es erwischt. Und die Anzahl der Power-Ups wurde ebenfalls gesenkt. Die beiden Anzüge, also der Tanuki-Anzug und der Frosch-Anzug, wurden ersatzlos gestrichen. Als Power-Ups gibt es nur noch den Pilz, die Feuerblume, eine Feder, mit der ihr euch in Cape Mario verwandelt und den Stern, der euch unbesiegbar macht. Natürlich gibt es auch noch den One-Up-Pilz. Vorgänger auf dem NES gab es 8 Welten plus eine 9. Welt, die als Warp-Zone diente. In diesem Spiel sind es 8 Welten plus eine Special-Zone, die nochmal zusätzlich aus 8 extra schweren Leveln besteht. In Super Mario World gibt es 3 Arten von Leveln. Die regulären Level, die Geisterhäuser und die Festungen. Die regulären Level spielen sich nicht viel anders als ihre Gegenstücke in den Vorgängern. Allerdings gibt es jetzt in den Leveln einen Checkpoint. Durchquert ihr ihn und sterbt danach, werdet ihr dort respawned. Habt ihr einen Treffer kassiert und habt ein Power-Up verloren und durchquert einen Checkpoint, werdet ihr wieder groß. Zudem gibt es jetzt auch in den Leveln geheime Ausgänge, die euch neue Routen auf der Landkarte eröffnen. Die Spukhaus-Level sind ein wenig anders aufgebaut als die regulären Level. Yoshi könnt ihr in dieser Art von Level nicht verwenden und es gibt auch nur einen Gegnertypen in den Spukhäusern, nämlich die Boohoo-Geister. Diese funktionieren so ähnlich wie die Weeping Angels in Doctor Who. Wenn ihr sie direkt anseht, können sie nichts machen, aber dreht ihr ihnen den Rücken zu, verfolgen sie euch, bis sie euch erwischen. Um den Ausgang zu finden, müsst ihr meist einen besonderen Schalter oder eine besondere Tür finden, damit ihr wieder raus könnt, denn sonst hängt ihr in einer Endlosschleife in diesem Spukhaus fest. Außerdem dürft ihr das Spiel speichern, wenn ihr ein Spukhaus erfolgreich abgeschlossen habt. Habt ihr einen der Vorgänge gespielt, dann kennt ihr auch das Prinzip der Festung. Hier weicht ihr Fallen aus, springt dem einen oder anderen Gegner auf den Kopf und am Ende der Festung wartet ein Koopaling darauf, von euch besiegt zu werden. Nachdem ihr eine Festung erobert bzw. in die Luft gesprengt habt, dürft ihr auch hier das Spiel speichern. In der letzten Festung wartet dann natürlich Bowser auf euch. Super Mario World ist nicht umsonst ein Klassiker der Videospielgeschichte geworden. Die Musik ist auch heute noch ein Ohrwurm, ihr hört ja eines der Themes momentan im Hintergrund. Und selbst die Steuerung hat sich sehr gut gehalten. Und es gibt auch einen Grund, warum so ziemlich jeder 2D-Plattformer dieses Steuerungsschema übernommen hat. So ganz konkurrenzlos ist dann Super Mario World aber doch nicht. Beim nächsten Mal geht es um ein Spiel,
das in etwa zur selben Zeit rausgekommen ist, das aber locker mit Super Mario World mithalten kann und meiner Meinung nach sogar einen kleinen Tick besser ist. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Beim nächsten Mal hören wir uns wieder. Abonniert den Kanal für mehr Gaming-bezogenen Content und jetzt kommt noch ein kleiner Teaser, was euch beim nächsten Mal erwartet.